Hallo aus Hamburg. Ich nehme euch heute mit zu unserem Shootaround vor dem Auswärtsspiel bei den Veolia Towers Hamburg. Wir sind leider bei Regen angekommen, aber Tess ist wie immer vorbereitet und hat den Regenschirm parat gehabt. Klaus hat vor dem Training noch ein paar Würfe genommen, bevor die Jungs dann an der Reihe waren. Hier seht ihr, dass Greg wieder perfekt die Getränke für alle vorbereitet hat. Und dann ging es auch schon los. Jeder hat ordentlich Würfe genommen und wie ihr sehen könnt, auch ordentlich getroffen. Die Jungs scheinen also auf jeden Fall bereit zu sein für das Spiel heute Abend um 20.30 Uhr. Nicht verpassen, live bei Magenta Sport. Ja, neben den ganzen Würfen sind wir natürlich auch verschiedene Systeme durchgelaufen. Die Jungs wurden ein bisschen gedehnt nach der langen Busfahrt gestern. Und die Zeichen sind auf jeden Fall bereit für den Auswärtssieg heute Abend. Am Ende, wie immer, der Halfcourt-Shot, dieses Mal JJ mit dem Treffer, der hat sich auch ordentlich gefreut. Hier seht ihr ihn gerade hinten mit der Hand nach oben, also er war der Einzige heute, der getroffen hat. Und hier hat Lukas gerade die Kamera entdeckt. Anschließend hat JJ natürlich noch sein wohlverdientes Rubbellos bekommen, da hat er sich auch sehr drüber gefreut. Am Ende jedes Trainings und jedes Shootarounds kommen natürlich alle nochmal zusammen. Yoshi und John haben sich hier ein bisschen um den Ball gestritten und John, keine Sorge, ich filme immer nur Treffer und deswegen ist dein Airball hier natürlich nicht mehr drauf.